Endlich Sommer. In Deutschland läuft der Grill heiß. Saftige Rindersteaks, feurige Schweinenacken, knackige Wurst. Wir grillen, wollen wissen, wo die Leute ihr Fleisch herhaben. Also ich gehe auf jeden Fall mal zum Metzger, weil da habe ich ein besseres Gefühl, als wenn ich abgepacktes kaufe. Und bei dir, wie ist es da? Also ich kaufe normalerweise schon beim Discounter ein, weil es halt günstig ist und es schmeckt trotzdem halt. Also ich finde jetzt nicht, dass es schlimm oder schlecht ist. Das ist auch einfach nur Teig. Was hast du da eingekauft? Also ich habe jetzt hier einfach mal gekauft, damit ihr mal was seht, was man im Supermarkt verkaufen kann. An Billigfleisch. Massenware oder Metzger, was zählt? Also ich gucke halt, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, schaut auf den Preis. Die letzten Skandale vergessen und verdaut. Unsere Lust auf Fleisch ist ungebrochen. ZDF Zoom will wissen, wer stellt sicher, dass wir uns nicht den Magen verderben, nicht betrogen werden. Schmeckt echt lecker. Unsere Spurensuche beginnt mit einer üblen Nachricht. Frühmorgens am städtischen Schlachthof. Bauern liefern Rinder und Schweine an. Wir dürfen nicht auf das Gelände, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Vorwurf, für den menschlichen Verzehr ungeeignetes Fleisch, auch K3 genannt, soll verkauft worden sein. Eigentlich landet es in solchen geschlossenen grauen Boxen, wird entsorgt. Wie konnte das Abfallfleisch trotzdem verkauft werden? In den Büchern wird doch normalerweise genau festgehalten, wie viel Fleisch geschlachtet und wie viel weggeworfen wird. Das hätte genau überprüft werden müssen. Die Bauern sind sauer. Wenn hier irgendwas an der Sache dran ist, dann ist es eine, gelinde gesagt, eine Sauerei. Das ist Betrug, Betrug sowohl am Verbraucher, aber auch Betrug an uns Landwirten. Unter Verdacht steht ein Großbetrieb, der das Fleisch verarbeitet. Angeblich ging das 10 Jahre so. Wieso ist das niemandem aufgefallen? Die Kontrollen haben offensichtlich versagt. Es gab mehrere anonyme Hinweise, daraufhin Extrakontrollen. Aber niemand hat etwas Auffälliges gefunden. Vor kurzem noch ein anonymer Brief, diesmal auch an die Staatsanwaltschaft. Als die sich einschaltet, tut sich endlich was. Die Stadt hat die Aufsicht, sieht ihrerseits keine Kontrolllücken, räumt aber ein. Dass durchaus auch im Zuge dieser Überprüfungen bei uns im Hause, und das will ich ganz freiwillig sagen, organisatorische Defizite an der einen oder anderen Stelle aufgetaucht sind, die wir abzuarbeiten haben. Die aber, da lege ich Wert drauf, mit dem Komplex K3 in Verkehr bringen von minderwertigem Fleisch nichts zu tun haben, sondern das sind innerbetriebliche Baustellen. Das Unternehmen Dellert zieht selbst die Reißleine, erstattet Anzeige gegen Unbekannt und lässt die eigene Schlachtung ruhen, bis der Fall vollständig geklärt ist. Die Stadt hat mittlerweile entschieden, der Schlachthof wird ganz geschlossen. Wir wollen wissen, was für Kontrollen gibt es eigentlich in einem Großschlachtbetrieb? Viele Unternehmen haben wir angefragt. Es hagelt Absagen. Nur ein Betrieb im Wendland lässt uns mit der Kamera rein. Fleischwaren Vogler liefert an fast alle Supermärkte und Discounter. Jeden Tag werden hier 4000 Schweine geschlachtet. Der Schlachtbetrieb läuft Tag und Nacht. Die amtliche Veterinärin ist die erste Kontrollinstanz. Wie wichtig ist das, so dieser erste Blick auf das Tier? Ja, der ist schon relativ wichtig, weil man guckt ja, ob sie geschlachtet werden können oder nicht. Und kranke Tiere werden nicht geschlachtet. Dazu genügt ihr ein kurzer Blick. Routine. Diese Kontrolle ist gesetzlich vorgeschrieben. Dafür muss Vogler eine Gebühr bezahlen. Für ihn nicht nur eine lästige Pflicht. Damit ist eine ganz maßgebliche Sache die Obliegenheit bei uns, dass die Tiere so stressfrei wie möglich hier zur Schlachtung gelangen. Dann laufen die Schweine in den Tod. Was da genau passiert, wollen und können wir nicht zeigen.
Hinter der Hygieneschleuse sind weitere Veterinäre, die sich das frisch geschlachtete Tier und vor allem die Organe anschauen. Zu jedem Schlachthof gehört auch ein Kontrolllabor. Um krankhafte Veränderungen überhaupt entdecken zu können, müssen amtliche Tierärzte die inneren Organe untersuchen. Wir haben bei unseren Schlachtmengen täglich Tiere, die wir vorübergehend beschlagnahmen müssen. Entdeckt er etwas Krankhaftes, wird das Tier aus dem Verkehr gezogen. Diese aufwendige Kontrolle soll abgespeckt werden. Das sind die Pläne der EU und des Verbraucherministeriums. Wegfallen soll das Durchtasten der Organe und der Fleischteile, wo man eben nach Abszessen oder anderen Dingen sucht, und das Anschneiden. Aber wie wir wissen, wenn ich nicht gründlich suche und nicht auch mal mehr anschneiden darf, dann finde ich natürlich auch weniger. Künftig soll nur noch geguckt und nur auf Verdacht angeschnitten werden. Diese Arbeit machen dann nicht mehr die amtlichen Tierärzte, sondern Hilfskräfte mit 6-monatiger Ausbildung. Eingestellt und bezahlt von den Schlacht- und Zerlegebetrieben. Wenn wir das nicht regelmäßig verifizieren, weiß nachher keiner, ob das, was in den Papieren oder in der EDV da festgehalten ist, tatsächlich stimmt. Zurück bei Fleischwaren Vogler. Inzwischen ist das Schwein zur Ware geworden, wird in preiswertes Supermarktfleisch zerlegt, in 170 Einzelteile. Vogler verkauft nahezu alles. Die Köpfe und Füße zum Beispiel gehen nach China und bringen fast so viel Geld wie Steaks und Schinken. Ab der Zerlegestraße sind keine amtlichen, sondern firmeneigene Mitarbeiter für die Fleischqualität verantwortlich. Die Fleischproduktion ist eine sichere Sache, ja. Sicherlich, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren. Es gibt 100%, wird es nicht geben. Aber mit den Prozesskontrollen, die wir hier eingeschaltet haben, nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Fleischwarenindustrie, das ist schon ein deutliches Maß an Sicherheit, was wir garantieren können. Vogler ist sauer auf Betriebe, die es mit der Eigenkontrolle nicht so genau nehmen. Bei uns passieren sicherlich auch Fehler. Das muss man vielleicht auch ein bisschen pragmatischen Blick sehen. Aber letztendlich, wenn es richtig um Betrug geht und Lebensmittelfälschung, dann kann die Strafe nicht hart genug sein. Weil letztendlich färbt das auf uns alle ab. Die Zerleger arbeiten hier im Akkord. 8 Stunden am Tag. Was hier zerlegt wird, landet in Supermärkten und bei der Fleischindustrie, die daraus Wurst und Schinken macht. Doch Vogler liefert nicht nur Fleischteile, sondern auch marinierte Grillsteaks. Die Soße ist immer dieselbe, von Hamburg bis München. Bei mariniertem und verpacktem zu betrügen, die Gefahr ist besonders hoch. Hier zählt nur die Eigenkontrolle. Von der Fleischqualität sehe ich allerdings jetzt weniger, ne? Weil die Qualität kann man aufgrund der Marinade sicherlich die Fleischqualität nicht beurteilen oder nicht sehen, weil halt die Marinade drauf ist. Auch Vogler sieht die Gefahr. Wer an dieser Stelle betrügen will, hätte leichtes Spiel. Doch dafür braucht es kriminelle Energie, wie beim Pferdefleischskandal. In diesem Geschäft mischen viele mit und bestellt wird auch beim Fleischhändler. Kantinen, Großküchen und Lebensmittelkonzerne ordern über Fleischhändler tonnenweise ihre Ware. Tom Scheipers handelt mit Geflügel. Wenigstens er lässt uns in die Karten gucken, denn die Fleischhändler bleiben lieber im Hintergrund. Sie sitzen meist an Computern und feilschen wie an der Börse. Den Preis bestimmen die Unternehmen. Sie teilen ihnen die Menge mit, was sie haben wollen, und dann kriegen sie Faxe. Diese Faxe gehen dann an 10 unterschiedliche Lieferanten. Und dann heißt es, ich brauche für Dienstag den 3. eine Tonne Hähnchenkeulen. Jeder trägt seinen Preis ein und der Günstigste kriegt dann halt den Zuschlag. Ärgert Sie sowas? Ja, massiv. Massiv, weil ich halte das für völlig überflüssig, dass man wegen ein paar Cent irgendwelche Sachen dementsprechend versucht, sich dann noch aus anderen Kanälen zu organisieren, aus China, aus Brasilien, diese ganzen Sachen. Ich finde, das muss nicht sein. Tom Scheipers macht bewusst vieles anders. Er hat eigene LKW, Kühlhäuser und guckt sich sein Fleisch immer selbst an. So garantiere er, dass dieser Kunde bekommt, was er bestellt hat. Preis- und Termindruck sowie die hohen Gewinnmöglichkeiten verleiten wohl so manchen Händler dazu, alle möglichen Mittel auszuschöpfen. Da wird manchmal aus Tiefkühlware einfach wieder Frischware. 19,04. So, im Bereich Schwein ist es so, wenn Sie
Ware weiterverarbeiten, marinieren. Dann dürfen, sobald Sie die Ware aufgetaut haben, verarbeitet haben, dürfen Sie die als frisch verkaufen wiederum. Dann. Im Geflügelbereich ist es verboten. Das heißt, frisch ist frisch und gefroren ist gefroren. Wer eine Großpackung ausländischer Puten bestellt, auspackt und einzeln neu verpackt, kann ein D für Deutschland darauf schreiben. Für Tom Scheipers ist das Betrug am Verbraucher. Deshalb bleibt bei ihm eine polnische Pute eine polnische Pute. Wie transparent ist das ganze System? Überhaupt nicht. Sie können sich ja heute gar nicht sicher sein, wenn Sie auch irgendwo ein D oder ein EG-Zeichen sagen, kommt es jetzt aus Deutschland, kommt es nicht. Der Markt ist immer größer, lukrativer und unüberschaubarer geworden. Damit Schnitzel und Steaks auf unseren Tellern landen können, schieben die Händler ständig Fleisch oder Tiere hin und her. Mit den Grenzen sind viele staatliche Kontrollen weggefallen. Wo, wie, was verarbeitet wird, sei immer schwieriger zu kontrollieren, berichten uns Veterinäre und Tierschützer. Wir sind unterwegs in Ungarn. In der Nähe eines Schlachthofes, der zu einer osteuropäischen Kette gehört und weltweit Fleisch liefert. Dort treffen wir uns mit Mitarbeitern einer europaweit arbeitenden Tierschutzorganisation. Vor einem Jahr haben Tierärztin Thea Dronjic und ihre Kollegen angeboten, gemeinsam Kontrollen durchzuführen, um die EU-Richtlinien zum Tiertransport besser umzusetzen. Diese sind komplex, schreiben Platz, Transportzeiten, Temperatur oder Futterpausen genau vor. Die Polizisten dürfen wir nicht zeigen. Der erste Transporter, direkt ein Treffer. Kraftlose Gänse, die unzureichend gesichert sind. Thea dokumentiert die Mängel für die Tierschutz-Webseite, während die Polizisten die Daten des Fahrers aufnehmen. Er darf am Ende weiter und die Tiere zum Schlachthof bringen. Warum ist es so wichtig, die Lkw zu kontrollieren? Es ist unser Ziel, die Behörden darauf aufmerksam zu machen, dass die Tiertransporte zu wenig kontrolliert werden. Die Polizisten können dann diesen bedenklichen Teil der Fleischproduktion später selbst kontrollieren. Bei dieser Fuhre ist alles in Ordnung. Er aber hat viel zu viele Schweine geladen. Der Tierschutz ist nicht nur für die Tiere wichtig. Er hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Fleischqualität. Denn haben die Schweine wie hier Stress, wird das Fleisch wässrig und das Schnitzel schrumpft in der Pfanne. Der Fahrer erzählt uns, er habe keine Wahl. Mit weniger Fuhren wollten die Unternehmen Geld sparen. Ich muss so viele Tiere mitnehmen, wie ich aufgeladen bekomme. Sonst wäre ich meinen Job los. Die Firmen kalkulierten die Geldstrafen mit ein. Das lohne sich bei den wenigen Kontrollen, erzählen uns einige Fahrer. Von den Polizisten wollen wir wissen, wie häufig sie seit der Schulung solche Kontrollen durchgeführt haben. Hinter vorgehaltener Hand die ernüchternde Antwort. Sie haben keine Kontrollen durchgeführt. Wirklich? Keine? Das ist nicht ermutigend. Unsere Aufgabe muss sein, dass wir häufiger nach Ungarn kommen. Mehrfach, nicht nur einmal im Jahr. Vielleicht schon in ein paar Monaten. Und dann bitten wir sie, wieder mit uns Kontrollen durchzuführen, um sie zu motivieren, ihre Arbeit zu tun. Die Tierschützer zeigen uns, wie so manche Unternehmen noch schummeln. Sie halten die Pausen und Fahrzeiten nicht ein und fälschen die Transportpapiere. Hier hat ein Fahrer die Tiere abgeladen, sich dann den Stempel des Veterinärs geholt und ist dann doch viel früher weitergefahren als erlaubt. Bei diesem Transporter ist alles in Ordnung. Nach 2 Stunden ist die Arbeit für die Polizisten beendet. Das ernüchternde Ergebnis: die Hälfte hat gegen Richtlinien verstoßen. Ohne die Tierschützer gäbe es noch weniger Kontrollen. Kontrollieren? Das war früher sein Job, als es noch Grenzen gab. Der Mann an unserer Seite war verdeckter Ermittler beim deutschen Zoll.
will deshalb nicht erkannt werden. Täglich hatte er es mit Betrügern zu tun, die versucht haben, falsch deklariertes oder Gammelfleisch über die Grenze nach Deutschland zu schmuggeln. Noch heute hat er Kontakt in die Szene. Vieles läuft im Verborgenen. Da gibt es Leute, denen es ohne Probleme gelingt, zum Beispiel Pferdefleisch als Rindfleisch auf den Markt zu bringen. Sie bemühen Fälscher, die ihnen Veterinärzeugnisse ausstellen, Rechnungen schreiben und Transportpapiere fälschen. Das Ganze bekommt man für ein paar hundert Euro. Diese Ware kommt aus Osteuropa, geht auf die Reise und wird innerhalb der EU mehrmals umgeladen, aber an keiner Grenze mehr kontrolliert. Früher haben die Zöllner an den Grenzstationen Stichproben gemacht, Lastwagen mit Lebensmitteln komplett ausgeladen. Ein Veterinär hat dann festgestellt, welches Fleisch die LKW tatsächlich an Bord hatten. Lebende Tiere wurden in einem Stall untersucht. 5 bis 6 Stunden haben die Kontrollen oft gedauert. Für den Spediteur lästige und teure Standzeiten, die heute wegfallen. Jetzt wird alles dem freien Warenverkehr untergeordnet. Die Kontrollen finden an den neuen Außengrenzen statt. Doch da gibt es noch sehr große Probleme. Die Zollbeamten und auch die Veterinäre verdienen wenig, gerade mal 300 Euro im Monat. Da liegen dann oft ein paar Euro extra im Transportbuch und der LKW wird einfach durchgewunken. Dann muss er an keiner Grenze mehr vor einer Kontrolle zittern. Die Betrüger wissen das und nutzen die Lücken im System. Wer nicht mehr sucht, der findet auch nichts. Früher hat man bei den Zollkontrollen Gammelfleisch beschlagnahmt. Heute rasen die Transporter einfach vorbei. Die europäischen Grenzen wieder einführen, das will auch keiner. Niemand will auf Schinken aus Parma oder Salami aus Ungarn verzichten. Steht der Wunsch, viel zu verkaufen, noch vor dem Verbraucherschutz? Also ich glaube, hier gibt es immer ein politisches Problem. Man hat in den letzten Jahren natürlich alles versucht zu liberalisieren, auch im Agrarbereich, Handelsschranken abgebaut. Man hat in der Produktion stark auf den Weltmarkt gesetzt. Und jetzt fällt auf, das war alles nicht so gut und ganz im Sinne des Verbrauchers. Und jetzt sagt man wieder zurück, wir wollen regionale Produkte. Man hat aber zwischenzeitlich die Systeme nicht mehr. Das heißt, der Metzger um die Ecke, den hat man im Grunde genommen schon erledigt auf der Strecke zur Globalisierung. Und jetzt will man wieder regionalisieren. Wo soll es denn herkommen? Ich muss dann natürlich jetzt auch mal ganz ehrlich unsere Hygienevorschriften auf europäischer Ebene mal durchgehen und gucken, ist das wirklich alles sinnvoll? Bisher haben wir gesehen, Betrugsmöglichkeiten gibt es viele. Noch immer leiden Tiere bei den Transporten. Lückenlose Kontrollen, Fehlanzeige. Sie sollen das Gammelfleisch spätestens hier in der Kühltheke finden, die Lebensmittelkontrolleure. Roland Prinz muss allein 600 Betriebe im Jahr überwachen. Da reichen oft nur Stippvisiten. Man hat im Laufe der Jahre, wenn man in der Überwachung tätig ist, hat man schon so seine Ecken, wo man weiß, wo man vielleicht irgendeinen Mangel findet. Sein Hauptaugenmerk? Sauberkeit und Temperatur. Falsch deklariertes kann er gar nicht erkennen. So wie hier beim Hackfleisch muss er dem Etikett vertrauen. Wir können hier nur jetzt grob erkennen, wir haben dunkles Fleisch, also Tendenz Rindfleisch. Wir haben helles Fleisch, Tendenz Schweinefleisch. Wenn aber hier, so wie wir es ja vor kurzem bei diesem Skandal hatten, vielleicht Pferdefleisch verwendet worden ist, hat die ähnliche Farbe wie Rindfleisch. Das können Sie augenscheinlich nicht erkennen. Ab und zu schickt er eine Probe ins Labor. In den Kühltheken entdecken wir Fleisch aus allen Ländern, zum Beispiel auch aus Ungarn. Der freie Warenverkehr macht es möglich. Roland Prinz ärgert sich. Der Staat verlege die fehlende Grenzkontrolle einfach in den Supermarkt. Wir hatten also in Deutschland, muss ich sagen, sehr viele strenge, klare Regelungen gehabt, die leider durch die EU etwas aufgeweicht sind. Zurzeit arbeiten wir mit unheimlich vielen unbestimmten Rechtsbegriffen in den Hygienevorschriften, das uns die Arbeit immer mehr erschwert. Das muss man wirklich sagen. Also die Hintertüren sind immer mehr geschaffen worden. Und was heißt das für den Verbraucher? Für den Verbraucher ist das natürlich negativ, weil er dann letztendlich vielleicht Produkte, die in der Weiterverarbeitung verwendet worden sind, bekommt, die man früher in die Mülltonne geschmissen hätte. Roland Prinz steht unter Druck. Wir müssen weiter zum nächsten Supermarkt. Die Bezirke der Lebensmittelkontrolleure werden immer größer. Uns liegt ein Papier vom Bundesrechnungshof vor, das dies schon vor 2 Jahren kritisiert hat. Es gibt organisatorische Schwachstellen. Es fehlen 1500 Kontrolleure. Eine einheitliche Kontrollqualität ist nicht sichergestellt.
Es ist ähnlich wie bei der Polizei. Die Präsenz muss einfach da sein. Und wenn die immer weniger wird, ist natürlich Tür und Tor geöffnet, um irgendwelchen schwarzen Schafen also da die Möglichkeit zu geben, entsprechend aktiv zu werden. Bei jedem Skandal höre ich auch immer wieder, dass mehr Personal eingestellt werden soll, dass die Strukturen verbessert werden sollen. Aber die Umsetzung hapert letztendlich. Immer weniger Personal, immer weniger Kontrollen. Wir sehen, das System hat Lücken. Dabei ist die Zahl der Verstöße hoch. Wenn der Kontrolleur sich etwas wünschen könnte, dann wenigstens ein Gerät, das ihm die Arbeit erleichtert. Eine Wunderwaffe, die die Fleischsorte und Frische erkennt. Wir haben recherchiert und tatsächlich, Forscher sind ganz nah dran. Alles Humbug oder eine echte Waffe im Kampf gegen die Fleischbetrüger? Wir wollen sie herausfordern. Kudo-Keulensteak. Flapperschlangenfilet. Lama. Und mit selbstgemachten ZDF-Zoom-Burgern. Der erste? Klassisch aus Schwein und Rindfleisch. Bei dem zweiten tricksen wir und mixen Lama und das Rind. Den klassischen Burger lassen wir vergammeln. Mit unserem Testfleisch fahren wir nach Kulmbach. Hier haben sie diese Wunderwaffe erfunden. Hallo, Herr Schmidt. Heiner Schmidt hat sie zusammengebaut. Aus dem Unterteil einer Bohrmaschine, einem Laser und einem Computer. Sind Sie irgendwann in den Supermarkt gegangen oder wer war das und hat gesagt, ich brauche ein Gerät, damit kann ich testen. Was ist das für ein Fleisch und welche Qualität hat es? Das war die Zeit, als die Gammelfleischskandale durch die Presse geisterten. Und das hatte damals aktuelle Relevanz. Da gab es gar keine Messtechnik und das sollte im Prinzip für die zur Detektion von Gammelfleisch entwickelt werden ursprünglich mal. Und dann wollen wir die Fleischpistole auf die Probe stellen. Heiner Schmidt weiß nicht, was wir ihm da unterschieben. In der Pistole sitzen Sensoren, die das reflektierte Laserlicht messen. Das ist heftig. Wie alt ist denn das? Die Kurve zeigt dem Fachmann, ob es Schwein, Rind oder sonst etwas ist und ob das Fleisch noch frisch ist. Aber normales Rindfleisch nicht mehr ganz frisch. Wollen Sie mal umdrehen? Genau. Gammelburger, okay. Ja. 1:0 für die Laserpistole. Sogar durch die Verpackung kann er messen. Noch ist die Fleischpistole ein Prototyp. Ginge das Gerät in Serie, könnte es statt Kurven die Fleischsorte anzeigen. Eine rote Lampe würde vor verdorbenem Fleisch warnen. Heiner Schmidt sieht sie schon an der Fleischtheke im Einsatz. Der Laser kann auf die exotischsten Tiere programmiert werden. Unser Schummelburger hätte es so nicht in den Supermarkt geschafft. Sollen wir auflösen? Okay, das ist der Lama-Burger, ja. Die Lebensmittelkontrolleure und die Industrie müsste Ihnen ja hier das Institut einrennen und Ihnen die Laserpistole aus der Hand reißen. Ja, so weit ist es noch nicht. Warum nicht? Naja, ist noch relativ neu, dann kostet das Gerät natürlich auch sehr viel Geld. Die sind da zögerlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt in nächster Zeit passiert. Ja. Man könnte ja besser kontrollieren, oder? Ja, eigentlich schon. Haben da alle Interesse dran? Ich glaube nicht alle. Wenn einige Leute wüssten, dass das Gerät bei den Lebensmittelprüfungsämtern vorhanden ist, dann würden sie bestimmte Betrügereien vielleicht ja gar nicht mehr machen. Also abschreckende Wirkung eigentlich. Die Fleischpistole wurde mit Forschungsgeldern der Bundesregierung entwickelt. Das Interesse, die Laserpistole bei den Kontrollen einzusetzen, lässt anscheinend zu wünschen übrig. Bei unserer Spurensuche haben wir große Lücken im Kontrollsystem entdeckt, trotz Regelungen und Gesetzen. Verantwortlich dafür ist die Politik, die Bundesverbraucherministerin. Ein Interview wollte uns Ilse Aigner zunächst nicht geben. Beim Deutschen Verbrauchertag wollen wir ihr trotzdem unsere Fragen stellen. Warum setzt die Politik bei Handel und Fleischindustrie immer mehr auf Freiwilligkeit und Eigenkontrollen? Viele Leute wundern sich und sagen, die Eigenkontrolle soll immer gestärkt werden. Eigenkontrolle, das klingt so, als würde ich meinen TÜV selber machen beim PKW.
Nein, nein, sie sind eigenverantwortlich und die Kontrolle der Kontrolle findet durch die Länder statt. Das ist letztendlich wie bei jedem anderen Bereich auch. Sie können nicht hinter jedem Bürger letztendlich einen Polizisten stellen, der kontrolliert, ob sie bei sich an alle Regeln halten. Regionalität, das ist immer Ihr großes Stichwort auch. Jetzt erleben wir bei unseren Recherchen, dass es immer weniger Regionalität gibt, was Metzgereien angeht. Es gibt immer große Schlachtbetriebe. Und natürlich, wenn Sie höhere Standards festschreiben, wie gerade zum Beispiel bei Schlachthöfen auch gewesen ist oder auch in der Tierhaltung, dann geben in der Regel nicht die großen Betriebe oder die großen Schlachthöfe auf, sondern die kleineren Betriebe. Insofern muss man hier eben auch immer ausgewogen abwägen, sozusagen, dass es eben nicht zum Verlust der kleineren Strukturen kommt. Klare Antworten hören sich anders an. Vom Gerede der Politik hält er nicht viel. Landwirt Ernst Hermann Meyer ist als Rinderflüsterer bekannt. Massentierhaltung, Schlachtfabriken und Tiertransporte lehnt er ab. Er orientiert sich am natürlichen Sozialverhalten seiner Rinder. Seine Tiere leben ganzjährig unter freiem Himmel, natürlich und im Familienverband, sogar mit mehreren Bullen. Die Kälbchen bleiben bei ihren Müttern. So eine Herde ist einmalig in Deutschland. Trotz des wilden Lebens sind sie zutraulich, lieben Streicheleinheiten. Die Rinderliebe teilt Landwirt Meyer mit Tochter Annette. Und im Umgang muss man halt einfach ganz, ganz ruhig sein und gucken, wie sind sie drauf. Und also die haben ja auch alle einen Namen. Wie heißt die hier zum Beispiel? Das ist ein junger Mann und heißt dann Seraph. Obwohl sie auf dem Teller landen, er mit ihrem Fleisch Geld verdient, sieht Meyer sie nicht nur als Vieh. Das ist ein ganz großer Unterschied bei uns. Wir haben die Tierhaltung um der Tiere willen, nicht um Produktionsgründen. Also das ist keine Produktion, das sind keine Produktionseinheiten, was wir hier haben. Das sind unsere Tiere. Meyer bevorzugt den sanften Tod. Ohne Stress. Direkt auf der Weide. Wenn ich jetzt hier diese Kuh jetzt schießen müsste, dann würde ich zu der gehen, mit der reden und würde sie dann einfach so, wenn sie da liegt, da einen Kopf schießen. Weg ist sie. Im Schalldämpfer, das macht ein bisschen kleinen Plopp und die Kuh wird sich auf die Seite legen. Nach der Betäubung kommt die Kuh per Seilwinde in diese Schlachtbox und blutet aus. Meyer hat sie selbst erfunden. Wir sind ja auch keine Vegetarier und wir wissen, dass man Tiere schlachten muss. Also wir gehören nicht zu denen, die sagen, man muss alle leben lassen. Das geht halt leider nicht auf diesem Planeten. Aber wenn man es schon macht, dann meine ich, hat so ein Tier einen Anspruch auf ein würdiges Ende. Ohne Angst und ohne Stress und ohne schikaniert zu werden. Gell? Das ist man dem Tier eigentlich schuldig. Danach kommt das Tier zum Metzger. Bis Meyer das so durfte, musste er 13 Jahre mit den Behörden vor Gericht ringen. Verlor fast Haus und Hof. Die Familie bereut das keine Sekunde. Meyers meinen, mit dem heutigen Fleischkreislauf stimme etwas nicht mehr. Man hat jetzt auch mit diesem Pferdefleischskandal gesehen, das System ist einfach nicht gut. Das taugt ja im Prinzip nicht, sonst dürfte ja das Pferdefleisch nicht in der Lasagne auftauchen, als Kuhfleisch deklariert. Das ist ja eigentlich, also wenn das System so gut wäre, dann könnte das nicht passieren. Immer mehr kaufen in ihrem Hofladen ein, statt im Supermarkt. Der Staat verschanzt sich hinter unzähligen Gesetzen. Personal und Kontrollen werden abgebaut, Technik nicht genutzt. Kein Wunder, dass viele Verbraucher dem Braten nicht mehr trauen.